Jawohl. Also die Folge hat ja schon mal gut begonnen mit dem Kampf gegen dieses Viech. Wie ihr seht, habe ich auch einiges ein bisschen verändert in meinem Winter. Ich würde hier gleich wieder einen Schnitt setzen und wir sehen uns wieder, wenn hier alles leer ist. Ich war ja zwischendrin schon mal erkunden. Bis gleich. So, Hallöchen, da sind wir auch gerade wieder und wir laufen jetzt mal ganz langsam zu unserer Höhle zurück, wo wir nämlich eigentlich herkommen. Und dann würde ich mal behaupten, mache ich mal eine Stunde oder so, wirklich versuche ich irgendwas Produktives zu machen, sprich einmal eine Mining-Session. Wir haben schon einiges an Ressourcen gesammelt. Ja, das stimmt durchaus. Nicht viel zugegebenermaßen, aber für den Anfang sollte es doch ausreichen. Gerade weil wir, glaube ich, auch gut Stuff dabei haben, um mit Tinkers Construct anzufangen. Und was haben wir denn eigentlich hier unten noch? So. Pop, pop. Gut, da unten ist nichts. Also doch schon, aber jetzt nichts, was wir gerade erkunden können. Wenn wir hier in diese Höhle reingehen, dann fällt uns auf, dass wir hier schon mal überall waren. Und auch wenn wir hier runter gehen, zack, hier den Gang runter. Ich habe hier unten übrigens auch, das habt ihr wahrscheinlich alle ganz zu Anfang richtig stumpf gesehen, dieses Viech da zerstört. War gar nicht mal so schwer, wie eigentlich gedacht. Den ganzen Kram haben wir hier in der Zwischenzeit gefunden. Dann haben wir noch hier Aluminium-Ore generell gefunden, Kupfer. Und davon habe ich zumindest noch was in der einen Kiste gefunden, die wir da noch haben. Aber das wäre es erstmal soweit von dem ganzen Kram. Und dann würde ich jetzt erstmal gucken. Ganz easy, da vorne ist meine Base. Ich würde erstmal schauen, dass ich vielleicht hier eine Stunde lang wirklich rummine und einfach mal alles mitnehme, was ich so finde. Aber zuallererst will ich mich da mal zu diesen Viechern da graben, denn da scheint verdammt irgendwas zu sein. Und ich, Intelligenz Best hier, habe natürlich ganz stumpf Sticks vergessen, mit denen ich mir Fackeln craften könnte. By the way, ich habe mir noch das Steak aus dem Ofen mal gegönnt. Und wie ihr seht, davon habe ich halt auch schon einiges weggehauen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachrechnen. Nein, das geht da rein, das will ich haben. 16. Wie viel sind denn das so? Moment. Ja, das heißt, wir können das Ganze bestimmt zu Sticks verarbeiten. Oh, warte. Ja, klar. Ich bin ja auch blöd. Wir müssen das Ganze ja auch so machen. Wo sind denn hier Stickety-Stick-Sticks? Da sind Stickety-Stick-Sticks. Das heißt, zwei Stück sind vier. Wenn wir. Lol. Das heißt, wir hätten 8, 4, ja, 16. Also es kommt im Endeffekt genau das gleiche raus. Das wollte ich nur mal ganz kurz nachgerechnet haben. Und dann nehme ich jetzt hier ein Viertel. Also nehme ich das jetzt so. So und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Naja, noch nicht ganz. Ich wollte ja nochmal. Ich habe ja noch gesagt, dass ich da runter wollte und ich muss sowieso gleich nochmal hoch. Das wird dann hoffentlich schon im Zeitraffer passieren, weil ich würde unglaublich gerne wissen, was da vorne jetzt abgeht. Abgesehen davon, dass bei der Base auch irgendwie. Wow, irgendwelcher Kram ist, wovon ich keine Ahnung habe, was da ist. Okay, komme was wolle, ist mir jetzt scheißegal. Wir sehen uns nach dem Zeitraffer wieder.
Ich bin tot. Ich habe es Tatsache geschafft zu verrecken. Genau. Ich sammle mich kurz ein und dann geht's auch schon direkt wieder weiter. Bis gleich. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder und wir haben eine beträchtliche Menge Tatsache zusammengefarmt bekommen in einer kurzen Zeit. Und sogar ein Zombie-Kopf, cool. Yay. Ja, das Ding ist halt einfach, jetzt haben wir ganz viele Ressourcen, aber immer noch kein korrektes Zuhause. Es ist irgendwie ein bisschen strange. Ich denke mal, wir werden mal schauen, was wir so für Huch-Caps habe ich an für Tinker. War doch hier drauf. Ach so, warte. Tinkers. So. Weil dafür brauchen wir nämlich auch so einigen Stuff. Und ich würde nämlich gleich in die Vollen gehen und zwar hier diese Toolforge bauen. Das heißt, ich brauche Block of Iron, aber bevor wir diese Toolforge bauen, wollte ich nämlich Seared Bricks bauen. Das heißt, ich brauche dafür Grout und dafür brauche ich wieder Sand, Clay and Gravel. Ja. Das Ding ist, diese Folge bestand zu 90% aus dem Zeitraffer. Ich sehe es ja ein. Ne, das geht mal alles rüber. Das geht mal hier in mein Huch, in mein Inventar. Das kommt mit hier rüber. Das kommt hier rüber. Das kommt hier rüber. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das nehme ich noch mit. Und das. Einfach nur, weil es Essen ist. So. Ja. Nun, ich nehme jetzt noch meinen schönes Bettchen mit und dann würde ich doch vorschlagen, rennen wir direkt dahin, wo unsere Base gerade ist, auf dass wir dann auch safe dort ankommen. Und ich denke mal, es wird ein kleiner Schnitt folgen, denn naja, obwohl, ja, es wird ein Schnitt folgen. Here we are again. So, wir sind jetzt halt wieder zu Hause, in Anführungsstrichen. Das kann man nämlich nicht als ein Zuhause bezeichnen. Das ist ja mehr ein Zustand, in dem wir hier gerade rumexistieren. Und zwar hatte ich ja vor, hier irgendwo in der Nähe mein Haus aufzuschlagen. Lol. Wovon kriege ich denn andauernd Schaden? Ist das hiervon? Ich kriege von irgendwas andauernd Schaden. Ich weiß aber bis jetzt noch nicht, wovon. Nämlich hier in der Nähe wollte ich mein Haus aufschlagen. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, um nicht genauer zu sein, hier oder sowas in die Richtung. Und das würde sich nämlich total anbieten mit der Witch Hut. Und zwar denke ich, können wir schon mal anfangen. Also ich würde vielleicht das hier erstmal schon als First Claim. Also dass wir halt hier wirklich so ein bisschen unsere Grundprinzipien aufbauen. Oder natürlich da vorne auf so einer Art kleinen Leuchtturmhaus. Aber ich denke mal, hier ist wesentlich besser. Hier oder wir verkrümeln uns dann hier an dem Berg. Ich denke mal,
dass ich jetzt noch ganz kurz einen Stuff hierher moven werde, also alles ganz kurz hierher holen werde. Nein, nicht das, Komma, Home. Ganz wichtig, mit Wegpunkten arbeiten, das hat mir zumindest elendig viel Zeit immer erspart. Und dann würde ich vorschlagen, ziehen wir auch schon direkt in dieses kleine Höhlchen, also von Höhle zu Höhle praktisch um. Nehmen das Bett mit. Nehmen das mit hier. Huch. Komm schon. Nehmen das mit. Und wo auch immer meine Axt ist, ich weiß es bis jetzt noch nicht, aber wir nehmen den Crafting Table mit. Und das Ding ist, auf dem Weg hierher habe ich nämlich schon gespottet, dass da irgendwo, huch, da ist mein Fleisch, in dem Fluss Clay, Sand und Gravel nebeneinander sind. Das heißt also im Endeffekt, wir können schon nahezu direkt anfangen, eine Schmiede zu basteln. Vorher möchte ich allerdings noch schauen, ob ich irgendwie vielleicht eventuell Saplings oder sowas bekomme von wenigstens Birchwood, weil das Ding ist halt, ja, wir haben halt kein Holz, um es mal ganz stumpf zu sagen. Und das ist natürlich eine Nahrung oder eine Sache, die wir nicht so durchgehen lassen können. Das heißt, wir bauen hier noch einmal ganz kurz diesen Baum ab. Hier einmal ein bisschen abbauen, das Bäumchen. Das kriegen wir hin, wie in the early days of Minecraft. Oh, das ist elendig warm. Wie gesagt, ich werde auch gleich die Folge beenden. Aber, huch, ich denke, das ist auch erstmal eine gute Folge gewesen. Also ich hoffe es. Ich habe ja morgen sonst noch ein wenig Zeit, etwas hinzuzufügen. Und dieses dann fertig zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich doch. Bis dahin, viel Spaß dabei. Adios.